おじいさんの住む山に預けられた女の子。友達はヤギ飼いのペーター。大自然に囲まれて楽しく暮らしていたある日、ハイディ Diese Manns, das sind sehr liebe Menschen in Frankfurt. Die suchen nämlich ein Gespönli für dieses Töchterli. Ich bin Clara. Ich stelle dir jetzt einen kleinen Rottenmeier vor. Es wird in diesem Hause weder gerannt, noch gehüpft oder gesprungen. Es wird auch niemals die Stimme erhoben. Was ist denn los mit Ihnen? Wie können Sie das denn schon wieder vergessen haben? Wir können das auch zusammen schön haben. Das sind ja gar keine Berge. Großvater. Bleib stehen, hab ich gesagt. Was um alles in der Welt tust du hier? Schlafwandel, dann darf er nicht aufwecken. Vermisst wohl dein Zuhause, meine kleine Heidi. Aber du hast schon mehr gesehen von der Welt. Wenn dir etwas Freude macht im Leben, dann musst du es einfach tun. Egal, was die Leute reden. Schlafwandel! Heidi の眩しい笑顔がみんなを幸せにする。ハイジ、アルプスの物語。日本語吹き替え版もあるよ。